Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute in diesem Video um einen Give Cast to Friends Glitch. Dieser ist super, super einfach und ich denke mal, jeder bekommt ihn hin. Als allererstes, Leute, braucht ihr einen MOC. Diesen könnt ihr ja bei mir gerade hier im Hintergrund sehen. Dazu kommen wir nochmal gleich, was wir genau machen müssen. Aber, Leute, in dem MOC muss auf jeden Fall ein Fahrzeug drin sein, was ihr ersetzen könnt. Ihr könnt euch jetzt ein Elegy reinkaufen, ein Fagio, egal was. Hauptsache, da ist ein Auto drin, was ihr ersetzen könnt. Bei mir in dem Beispiel, Leute, ist ja bereits schon der Fagio drin. Könnt ihr auch gerade im Hintergrund sehen. Und dann natürlich, Leute, braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr von eurem Kollegen bekommt. Und zwar ist es dieses Fahrzeug hier. Und zwar möchte ich jetzt gerne den Deluxo von meinem Kumpel Miguel. Und mein Kumpel Miguel braucht auch noch ein Fahrzeug, womit er mich am besten sehr gut wegschieben kann. In dem Falle, Leute, ist es einfach der Zugschlepper vom MOC. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Ich würde euch einfach empfehlen, nehmt irgendwas Kräftiges wie den Zugschlepper, Phantom Wedge, Insurgent oder. Aber Leute, jetzt kommen wir zum weiteren Schritt. Und zwar muss der MOC bestimmt geparkt sein. Am besten genauso wie ich. Ihr braucht auch natürlich eine Basis, denn der MOC muss in der Nähe von eurer Basis stehen. Ich habe jetzt in dem Falle die Basis, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und ich muss jetzt meinen MOC so parken, so dass ich eine Einfahranimation bekomme, wenn ich reinfahre. So wie dieser MOC gerade im Hintergrund steht, ist das Ganze richtig gemacht. Denn so wie ich den geparkt habe, bekomme ich immer eine Animation. Ihr geht jetzt am besten einfach immer hin, parkt euren MOC in der Nähe von eurer Basis und dann geht ihr hin, fährt mit einem Fahrzeug raus, was im MOC drin ist, fährt dann erneut wieder rein, um zu prüfen, ob ihr eine Reinfahranimation bekommt. Falls ihr an einer Location seid, wo ihr keine Reinfahranimation bekommt, Leute, dann müsst ihr eine neue Location suchen, so dass ihr eine bekommt. Die Einfahranimation ist hier wirklich sehr wichtig. Und ihr könnt ja selber gerade im Hintergrund sehen, ich habe hier eine Einfahranimation und dann können wir auch theoretisch gesehen mit dem Glitch starten. Wir lassen jetzt den Fagio hier drin im MOC und gehen nach draußen. Das Fahrzeug, was im MOC ist, das wird später ersetzt, nur damit ihr Bescheid wisst. Jetzt müsst ihr natürlich sicherstellen, dass ihr noch einen gelben Kreis habt und ihr braucht jetzt das Fahrzeug von eurem Kollegen. Am besten stellt der Kollege den Fahrzeugzugang auf jeder, so dass ihr das Fahrzeug nehmen könnt und es umparken könnt. Denn ihr müsst jetzt sozusagen dieses Fahrzeug hingehen und es neben eurem MOC parken. Ihr werdet auch gleich sehen, wie genau ihr das zu parken habt, weil ihr dürft das nicht falsch parken, ansonsten klappt das Ganze nicht. Am besten geht ihr hin und parkt das Ganze immer auf der linken Seite von eurem MOC. Am besten auch so, dass nicht links oben steht, dieses Fahrzeug kann nicht in dein Fahrzeuglager abgestellt werden. Am besten so, dass ihr noch ein bisschen weiter nach hinten geht, so dass ihr theoretisch gesehen nicht die Einfahranimation blockiert. Am besten genau so wie ich. Wenn ihr das Fahrzeug jetzt hier hingestellt habt, Leute, müsst ihr jetzt hingehen und müsst euch ein Straßenfahrzeug besorgen. Hierbei ist es auch sehr wichtig, Leute, dass ihr aufpasst. Hier an der Straße, beispielsweise an der Basis, wo ich das mache, kann man sehr schnell überfahren werden. Auch hier in dem Beispiel wurde ich einfach überfahren. Deswegen, Leute, nehmt euch in Acht, ihr könnt einfach sterben. Aber ihr geht jetzt am besten hin und besorgt euch ein Straßenfahrzeug, was ihr auch in euren MOC fahren könnt. Am besten etwas, was noch nicht mal so teuer ist. Ich habe jetzt hier eine Familienkutsche mir geschnappt und fahre damit auf jeden Fall zu meinem MOC. Denn wir müssen jetzt beim MOC sozusagen dann gucken, ob der gelbe, der blaue Kreis noch da ist. Ihr seht, der blaue Kreis beim MOC ist noch da. Wenn der da ist, Leute, dann gehen wir hin und machen den Glitch weiter. Denn wir müssen jetzt hingehen und müssen zu unserer Basis fahren. Bei der Basis, Leute, fahren wir nämlich an den gelben Kreis und beim gelben Kreis müssen wir dann sozusagen die Garagenvollmeldung bekommen. Wichtig ist es, Leute, was ihr euch halt sehr merken müsst, da ja die anderen Giftcast to Friends Glitches gepatcht worden sind, bekommt man keine Einfahranimation beziehungsweise man bekommt keine schwarze Fehlermeldung an der Basis, wenn ihr irgendwo anders vorfahrt. Deswegen müsst ihr am gelben Kreis reinfahren. Euer Kollege muss auch dort bei der Basis stehen, so dass er euch gleich wegschieben kann, weil er ist dafür zuständig, dass er euch wegschiebt und er muss euch bestimmt positionieren. Ich zeige euch auch gleich nochmal die Sicht von eurem Kollegen. Wenn ihr jetzt Basisvollmeldung habt mit dem Straßenauto, geht euer Kollege jetzt hin, Leute, und schiebt euch vor bis zum MOC. Denn ihr müsst theoretisch so ausgerichtet sein, dass wenn ihr die Basisvollfehlermeldung akzeptiert, sofort Pfeiltaste rechts drücken könnt für den MOC, dann müsst ihr das Ganze nämlich nochmal akzeptieren. Es ist auf jeden Fall, am Anfang hört es sich bestimmt ein bisschen kompliziert an, aber wenn ich euch die Sicht von eurem Kollegen zeige, werdet ihr sofort verstehen, was genau wie gemacht werden muss, damit das Ganze funktioniert. So Leute, wenn ihr dann aber auch so weit seid, dann müsst ihr jetzt nichts weiteres tun, beziehungsweise wenn ihr an der richtigen Location steht, dann müsst ihr hingehen, müsst die Basisvollfehlermeldung akzeptieren mit X, müsst dann schnell die Pfeiltaste nach rechts spammen und dann müsst ihr nochmal X bestätigen.
bestätigen. Also Leute, wir drücken jetzt hier die X-Taste zum Bestätigen der Basisvollfehlermeldung. Dann Leute, drücken wir schnell die Pfeiltaste nach rechts. Es kommt eine neue Fehlermeldung. Dort drücken wir auch schnell wieder X. Wir werden dann jetzt aus dem MOC bzw. aus dem Auto rausgeworfen und drücken schnell Dreieck, damit wir in das Fahrzeug reinkommen, was wir vorhin bei uns geparkt hatten, neben unserem MOC. Jetzt wartet ihr, dass ein kleiner Ladekreis rechts unten kommt, sodass das Fahrzeug theoretisch gesehen abgespeichert ist. Ihr steigt dann in das Fahrzeug ein, Leute, und sobald ihr nach draußen fährt, ändert sich das Kennzeichen. Sobald sich das Kennzeichen geändert hat, geht ihr schnell wieder hin und geht schnell wieder in euren MOC rein, weil ihr müsst wirklich diesen Part schnell machen, ansonsten ist das Auto sozusagen kaputt und ihr könnt es nicht mehr in den MOC reinfahren. Sobald ihr es in den MOC reingefahren habt, wartet ihr auf den zweiten Ladekreis. Wenn ihr den zweiten Ladekreis habt, Leute, würde ich euch dann empfehlen, nehmt das Fahrzeug und fährt damit dann zu eurer Basis, um es dort noch einmal reinzufahren, um es endgültig abzuspeichern. Weil bei mir ist es oftmals so, Leute, wenn ich jetzt nicht nochmal in die Basis reinfahre, speichert das Fahrzeug nicht zu 100% bei mir ab, sondern manchmal kommt es halt vor, dass der Glitch fehlgeschlagen ist. Ihr könnt auch gerne hingehen, könnt dann zu eurem MOC hinfahren und gucken, ob man Pfeiltaste rechts drücken kann. Weil wenn man das oftmals drücken kann, hat der Glitch auch sozusagen geklappt und ihr habt das Auto von eurem Kollegen. Der Kollege verliert sein eigenes Auto nicht, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Beim Kollegen spawnt das ganze Fahrzeug einfach nochmal neu. Wenn ihr, wie gesagt, wie ich, zur Sicherheit nochmal 100% sicher gehen wollt, dann geht ihr nun und fährt dieses Fahrzeug einfach in eure Basis rein, sodass ihr einfach dort nochmal einen Speicherslot habt, beziehungsweise einen Speichervorgang hattet, sodass das Auto halt gespeichert worden ist. Der einzigste Nachteil bei diesem Glitch ist einfach, dass das Kennzeichen von eurem Auto sich ändert. Das heißt, wenn ihr coole Kennzeichen habt, wie beispielsweise am Anfang bei diesem Auto hier, dann, Leute, tut es mir leid, bei diesem Glitch gehen die Kennzeichen halt nun mal weg. So, Leute, zeigen wir doch mal die Sicht von dem Kollegen. Am besten ist es auch so, dass der Kollege hingehen kann und er kann ja auch sein eigenes Fahrzeug direkt neben eurem parken, so wie ich das jetzt hier im Beispiel gemacht habe, und dann könnt ihr nämlich anfangen. Der Kollege braucht nämlich als allererstes mal seinen MOC. Das heißt, er geht hin und fordert seinen MOC an. Er kann natürlich auch einen Insurgent anfordern oder einen Wasserwerfer, aber wenn er schon einen MOC hat, soll er einen MOC benutzen, weil das Ganze einfacher geht. Jetzt, Leute, begibt ihr euch zu eurem MOC und steigt dann dort sozusagen im Zugschlepper ein. Bedenkt, Leute, diese Ansicht hier ist die Ansicht von dem Kollegen, der euch wegschiebt. Wenn ihr jetzt den Zugschlepper habt, Leute, fährt ihr damit zu der Basis von eurem Kollegen. Denn ihr müsst gleich euren Kollegen, der in der Vollfehlermeldung ist, wegschieben. So, Leute, ihr seht, dass ich jetzt hier an der Basis angelangt bin. Ihr geht jetzt einfach hin, euer Kollege ist in der Vollfehlermeldung und jetzt schiebt ihr ihn zu seinem MOC. Er sagt euch natürlich, wo sein MOC steht und ihr geht hin und müsst ihn vorsichtig jetzt da hinschieben. Passt auf, Leute, falls euer Kollege ein Motorrad hat oder so, kann er leicht runterfallen. Deswegen müsst ihr manchmal ein bisschen sensibler rangehen. Das heißt, ihr könnt nicht einfach den Kollegen einfach weggraben, so dass er da umkippt, weil wenn er umkippt, ist dann sozusagen der Glitch fehlgeschlagen und ihr müsst halt auch darauf achten, dass euer Kollege am besten sich nicht auf den Kopf legt, weil sonst kann er keinen Pfeiltaste rechts drücken, denn auf den Kopf kann man ja nicht die MOC-Beitritte-Fehlermeldung bekommen. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr euren Kollegen jetzt bis dahin geschickt habt, sagt ihm, dass ihr bereit seid und ab dort fängt dann der Glitch an, den ich euch auch schon vorhin erklärt habe. Euer Kollege drückt X, Pfeiltaste rechts, X und dann wird er gespawnt, genauso wie ihr jetzt hier im Hintergrund sehen könnt, und dann muss der Kollege einmal Dreieck drücken, um in das Fahrzeug einzusteigen. Hier in diesem Beispiel, Leute, haben wir den Glitch nämlich nicht hinbekommen, weil unser Kollege, der war AFK, ist aus der Sitzung geflogen und das Auto im Hintergrund ist dann sozusagen gesperrt worden, weil es ja sein Fahrzeug war. Also nicht wundern, warum der Glitch hier in diesem Beispiel nicht geklappt hat. Aber Leute, wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr euren Mechaniker anrufen, ein Fahrzeug anfordern und euer Kollege steigt dann in das Fahrzeug von euch ein, dann kann der Glitch immer noch klappen. Aber bei uns war es halt so, bei uns hat es halt aber zu lange gedauert, Leute, und der Glitch hat halt einfach bei uns nicht geklappt. Aber das ist auch halb so wild, Leute, denn ich denke mal, ihr werdet das Ganze hinbekommen. Ihr wisst auch sicherlich, wie der ganze Glitch hier funktioniert und der ist eigentlich ganz einfach. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch unten in die Kommentare reinschreiben. Außerdem, Leute, kommt in meine Fraps Giftcast to Friends Community. Ich denke mal, jeder von euch kennt die. Sucht einfach Fraps bei den Communities auf PSN. Dann kommt in meine Community. Wir haben 25.000 Mitglieder und dort wird das neue Fahrzeug mit Benny-Felgen verteilt. So, Leute, außerdem könnt ihr mir ja natürlich gerne ein Like da lassen und ein Abo, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt. Vergiss nicht, Leute, bei 150.000 Abonnenten gibt es ein mega krasses Gewinnspiel hier auf meinem Kanal und ihr solltet auch gerne mal meinen Zweitkanal abchecken. Dort habe ich ein mega cooles Fortnite-Video gemacht gehabt. Das solltet ihr euch unbedingt reinziehen, Leute. Den Link zu dem Zweitkanal von mir findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten teilt doch mal gerne bitte dieses Video mit euren Kollegen, euren Haustieren, euren Controllern, egal was. Jeder, der diesen Glitch machen möchte, teilt den Glitch
auf jeden Fall mitnehmen. Würde mich riesig freuen. Und dann würde ich mich aber jetzt auch hier an der Stelle verabschieden. Ich wünsche euch einen richtig angenehmen Tag und würde sagen, haut rein, geht in mit dem Flow, euer Fraps. Ciao.